Am 1. März startete das Sommersemester für die Studierenden an der Hochschule Wismar. Aufgrund der aktuellen Infektionslage ist es das dritte Online-Semester in Folge. Die Studierenden sitzen zu Hause vor ihren Laptops und verfolgen die Online-Seminare des Professors. Die Motivation der Studierenden ist vorhanden und sie arbeiten in ihren digitalen Gruppen konzentriert mit. Michael Schleicher, Prorektor für Bildung an der Hochschule in Wismar, ist mit dem Konzept der digitalen Uni zufrieden. Wir nutzen verschiedene Softwarelösungen und ermöglichen so, Vorlesungen und Seminare online zu machen. Und es hat viele Vorteile. Allerdings muss man auch immer darauf bauen, dass die Studenten auch mitmachen. Beispielsweise finde ich es ganz wichtig, dass die ihre Kameras einschalten zu Hause. Wenn die Studenten mitmachen, dann funktioniert es sehr gut. Man hat einen durchaus guten persönlichen Kontakt. Man hat ganz viele flexible Möglichkeiten, die Studenten auch zur Mitarbeit zu bewegen. Also die können spontan Dokumente erstellen, hochladen. Man kann an den Dokumenten gemeinsam arbeiten. Eine große Herausforderung sind am Ende des Semesters die Prüfungen in den einzelnen Modulen. Wie die Lösung für das aktuelle Sommersemester aussieht, ist derzeit noch unklar.